Somewhere in my head, I'm still a white knight, flying across the plains into my last fight. Somewhere in my head, I'm still a hero, work my way back up from pretty much nothing. This is not that game with the bowling pins we used to just fight for our lives. And if you die young and are born again, please tell someone why. Hey, ich bin endlich da, um euch zu helfen. Was macht ihr hier überhaupt? Was ist das? Ring bauen. Ein Ring. Boxring. Ehering? Ah, für Wrestling. Okay, wir bauen heute einen Boxring. Philipp, du machst das wirklich gut. Hey, wieso bauen die da drinnen den Ring und du chillst einfach hier? Hey, ich mach grad Planung für alles. Schau, eine Elsa. Ist das eine Elsa? Nein, die geht für mich an. Ich bin schon seit 2 Stunden hier, wieso steht der Ring noch nicht? Während die da drinnen ihr Leben aus live schwitzen, tut die zweite ein bisschen blau. Ihr werdet alle eingeschwitzt. Wir haben gerade die ganzen Rollen für die Matten aus dem fetten LKW, mit dem es Troubles gab, überhaupt da in die Einfahrt ranzukommen. Dann habe ich den LKW genommen und ihn so reinzukommen in die Einfahrt. Schaut schon fast nach einem Boxring aus, ich bin sehr stolz auf euch. Das wird ein Problem nachher werden. Das passt nicht. Übertreibt er ein bisschen? Ein bisschen, ja. 58. Es kann sein, dass wir nachher ein paar Probleme haben. Aber wäre blöd, wenn man sich jetzt schon Sorgen macht, oder? Endlich hackelt der Tag auch einmal, Leute. Das gibt's ja nicht. Ja. Dass ich hier mit einer Verletzung komme, halt echt noch. Du warst selber. Sei leise. Sonst schmeiß ich deine Dino Merlin-Karten weg. Der ist unser Chefarbeiter. Der ist seit 2 Monaten jeden Tag hier und hat das Gym quasi alleine gebaut. Ja, und vor allem habe ich 3 Stunden geschlafen und ich war arbeiten in der Nacht. Ja, nimm dir mal ein Beispiel an Philipp. Okay. Und der Taco ist ein richtiger Prolo mit seiner Amstaff Pitbull-Hose. Komm, komm jetzt. Ha? Ha? Schau ich auch, wie Schwanz jetzt schon langsam, gell? So. Ein Zahn fehlt mir auch schon auf der Seite da. Hm? Ha? Das sind die Matten, das sind die Rollenmatten. Hm? Und ich zeige euch jetzt, wie viel das ist. Und Martin und ich haben es ganz alleine, weil alle anderen nutzlos sind und uns nicht helfen. Ohne Gabelstapler oder so, es gibt weit und breit keinen Gabelstapler hier neben mir. Es gibt weit und breit keinen Gabelstapler. Es gibt weit und breit keinen Gabelstapler hier. Und wir haben das alles mit unserem. Eigentlich nur mit unserem Bizeps gemacht. Wir haben nicht einmal irgendwelche anderen Muskeln verwendet. Auch nicht dafür. Das Wagerl, was da steht, gell? Das ist einfach nur zu zieren. Ein Albaner und ein Afghane machen, was sie am besten können. Sachen zu zieren. Was sagst du? Hörst, es ist so geil, ich kann es nicht glauben. Hörst, ich bin jetzt schon frei. Leo. Oh. Martin, das nicht, das ist irgendwas anderes. Okay, ich verpiss mich jetzt. Ich sag's dir ganz kurz. Blachowitz vom Baustelle. Bladowitz. Eine Woche bis zur Öffnung. Kommt und läuft. Ja, mit wenig Schlaf. Also für die Arbeiter noch weniger Schlaf als für uns. Aber ja, eine Woche ist nicht mehr lang. Weißt du, weil das Problem ist, ich will oft weggehen, aber die holen mich immer irgendwie so knallhart an. Dann geh rein. Rein in den Clinch, gell? Clinch, gib ihm mein Knie, ja. Ellbogen andeuten halt. I feel like a kid in a candy store. It's like super excited. Look, I mean, look at this. Look at the ring. It's amazing. Look at the space for the training there, upstairs, over there the cage. Like, look at them front. It's unbelievable. Ist jetzt immer alle für heute? Danke. Gibt's nur Kleinigkeiten? nur ein bisschen streichen. Wie der Markus mir erklärt. Nur ein bisschen streichen, Marco. Mit dem Pinsel ein bisschen streichen. Du hast gar nichts geholfen in diesem Gym. Jetzt mach einmal was, Alter. Ja. Du bist das zweite Mal da, Alter. was geht? Wir kommen im Hero-Gym. Ich war schon ein paar Mal da. Es sind nur mehr 3 Tage bis zur Eröffnung. Ja. Seid ihr auch so nervös wie ich? Extrem. Eigentlich gar nicht. Das schaut mega aus. Ich bin eigentlich gar nicht nervös. Ich will loslegen. I think when you do the things correctly, good things come. And sooner or later it will come. It takes some time, but
I think it's for better, you know. Now we have our own space to work, and it depends on the fighters. Do it from the fighters to the fighters. Amazing. That's the way it's supposed to be. Unbelievable. Philipp mit der Kamera. Gell? Wahnsinn. Das habe ich noch nie gesehen. Aber Alter, jetzt hackelt schon so lange und das ist nicht irgendwas. Ja. Und das ist auch gerade, ja? Es ist nur eine Leiter da, Mann. Das wäre ungut. Ja, voll, ja. Oder mit dem Ellbogen. Ja, voll. Oder andeut, komm mal. Ha, bum, bum. Ja. Ist das der Chefmalermeister? Ja. Was bekommst du in der Stunde? Gar nichts, das ist es ja. 20 Cevape. Gar nichts, Junge. So, liebe Monkey-Freunde, alle anderen Monkeys haben mich im Stich gelassen. Ich habe nur einen Kameramann mit mir. Es ist gefühlt 2 Uhr in der Früh oder so. Wir haben heute 12 Sandsäcke gestoppt. So ein Scheiß. Es macht gar nicht so viel Spaß, wie es ausschaut. Ich hoffe, wenn ihr hier trainiert, ist es zum Schätzen, wie wir hier schwitzen. Ja. This is not that game with the bowling pins. We used to just fight for our lives. And if you die young and are born again, please tell someone why. Well, somewhere in my head I'm still a white knight, flying across the plains until my last fight. Somewhere in my head I'm still a hero, work my way back up from pretty much nothing. There's not much time, but I've got time to see it. There's not much time, but I've got time. Hey Darko, ihr trainiert zum ersten Mal hier. Ja. Wie fühlt sich das an? Geil. Ich kann es selber nicht glauben, Alter. So ist Tag der Eröffnung und du trainierst. Ja, ich will den Leuten zeigen, ein bisschen die Skills. Was wie der cool du bist, gell? Nein, geht nicht. Es ist viel cooler, der Alter. Es ist so weit. Die erste. Inoffizielle Stunde. Leo, bitte kannst du nur ruhig stehen. Du bist so kalt. Sonst musst du rausgehen. Okay? Wir sind die Ersten jetzt, die hier offizielles einweihen in einem inoffiziellen Training. Ja? Und schauen alle zu. Okay, Leute, zeigt euch von der besten Seite. 2, 4, 6, 7. Markus versaut's. Normalerweise wäre man 8. Taco plant alles ein. Er macht kaputt. Einmal, Männer, Beine schließen. Einmal. Fangen wir. Us, geh mal, laufen, Arbi, geh mal. Andere Seite, normal, andere Mitte. Ist das einfach, oder? Irgendwie machst du das Training um 10% härter auf einmal. Weiterlaufen, rückwärts laufen. Ja, wir haben eigentlich ausgemacht, wir machen nur Showringen, aber jetzt haben wir gesagt, jetzt, wir machen doch eine ordentliche Einheit. Ja, und zwei von uns kämpfen auch, weißt du, deswegen. Hör mal, hopp! Amazing. Look at this. After all these years, I can finally say welcome home, guys. Yeah. Welcome home. It feels like home. That's a beautiful thing. Wie fühlt sich an das erste Mal hier zu sein? So normal. Hier ist urgeil einfach. Ich habe jetzt auch lange. Charmin, mehr greifen. Nicht viele. Sag mal, du hast jetzt Konkurrenz hinter dir. Wie geht's? Gut, danke dir. Ja? 4, 5, 6, los, 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 5. Okay. Er will mich kicken. Er will mich gerade kicken. Er will mich gerade kicken. Und schieben. Schieben, drücken, schieben, ziehen, bewegen, abwechseln. Na. Ich gebe gerade nur rein. Die Atmosphäre ist auch schön, Alter, hier. Fühlt sich anders an, findest du? Ja. Ja, ich bereue es. Eigentlich wollte ich mitmachen. Und wieder normal. 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 Doppelt, nein, nein, nein. Doppelt oder nichts, ich schulde eher in Cola. Wenn du ihn runterbringst. Hey, aber du musst auch aktiv sein. Doppelt oder nichts. Los! Bessie! Es ist so geil. Wir sind gerade auf die Tabox-Matten, aber die fühlen sich an wie Ringermatten, Alter. Du kannst so gut striken, weil die so fest sind, aber wenn du fallst, die sind einfach so geil. Die sind dann viel weicher, wenn du fällst, so. Obwohl sie hart sind. Erst heute in der Früh, einer ist so bei U-Bahn-Station, genau bei Eröffnung von Gym. Das kann kein Zufall sein. Ist das der Hero?
Ist das der Hero? Ich bin Chef. Du bist Chef? Ich bin Chef. Train here for the first time. It feels like a clown of the mat, so soft. It really reminds me when I'm in other countries, like the PI, the, you know, Apex, all these places where they have the best quality of equipment. You have it right here, right now, for the first time. So I feel like I'm in another country, but we're at home in Vienna. So, quasi am besten Seelen, eingesperrt. Lass mich Sparring machen! Stell dir vor, ihr lasst mich seit 3 Monaten nicht. Lass mich Sparring! Lass mich Sparring machen! Ja, er schubt nicht. Sparring! Er geht Sparring! Oh, andere. Macht das Spaß zu unterrichten zum ersten Mal? Ja, sehr. Das ist schon aber es sind schon mehr Zuschauer da als, Kämpfer. Aber das. Heute ist ja auch kein offizielles Training. Okay, liebe Zuschauer, das ist euer neuer Kameramann. Danny 187. AKA UFC Champion. AKA UFC Champion. Es ist so schön, Markus. Es ist so viel Platz, es ist so schön. Philipps Shirt ist so schön. Er ist gut gelaunt, Bruder, was willst du mehr? Eigentlich haben wir das alles gebaut. Für die ganze Kohle, nur damit Philipp gut gelaunt ist. Aber hat funktioniert, Bruder. Ja. Er ist glücklich, weil ich habe noch nie so glücklich bin. Danke. Danke. Du bist so danke, Hiro, danke. Mach einen Step da hinüber. Fahr mit ihm darüber. Ich habe das Ding bitte. So sieht man sich wieder. Wir befinden uns im wunderschönen Hero Gym mit meinem Sensei. Schwabertag am Start. Wer mir auf die Fresse geben will, kommt. Wer von mir kassieren will, kommt. Ich glaube, Letzteres wird passieren. Das war eine Ansage, oder? Du bist was unscharf, Dako. Ja, Alter, du scharf. Hast du überhaupt eine Ausbildung in dem? Keine Ahnung, wie du scharf wirst. Ja, nein, du musst da dieses Teil drehen. Ja, genau. Oh, jetzt? Ja, jetzt. Also, was hast du zum Sagen? Ja, ich glaube, du hast das alles besorgt jetzt. War ich scharf? Ich war das nicht. Ich war das nicht. Du wirst. Du wirst. Du bist jetzt offiziell ein Teil von diesem Haufen Idioten. Ich hoffe, das ist dir bewusst. Ja, ich finde das schön sogar. Ja, ich muss sagen, ich habe keine Stimme mehr, aber nicht vom Schreien, sondern vom Reden, weil so viele Leute heute da waren. Seit Irina vor 6 Monaten sind wir da unten gesessen und gesagt,
Kannst du dir vorstellen, dass hier bald Matten liegen? Ja, und jetzt einmal im Monat, zweimal im Monat nicht da. Ich kann es noch immer nicht glauben. Ich glaube erst nächste Woche oder so. Ist für mich wie ein Traum. Manchmal geht es nicht. Was man schon viele Leute da. Im Monat. Mindestens fünf. Der Langstrecke ist alles. Ich glaube, ich habe sieben gezählt. Es ist 9.45 Uhr. Das erste offizielle Training. Das erste offizielle Training und es sind vier Parallelklassen. Hier ist Boxen, Thai-Boxen, Grappling, MMA. Alter. Und wir haben noch eine Fläche nach oben. Alter. Bist du selber? Unglaublich. Unglaublich. Urschön, wieder alle alten, bekannten Gesichter zu sehen. Die Atmosphäre ist so gut. Man will nach Hause gehen, du sitzt drei Stunden noch immer am Tisch. Alle sind motiviert. Auch Leute, die noch nie was mit Kampfsport zu tun haben, sind da. Das sind nicht nur so die Leute, die uns schon kennen. Eis geil. Okay, wechseln! Ich habe mein Handy in der Hand. Wegen Uhr. Also wenn ihr glaubt, der Trainer schaut am Handy, ich schaue wegen der Uhr. Ja, drei Tinder-Matches in der ersten Klasse. Okay! Ah ja, fuck, bist du der. Erste offizielle Trainingseinheit. Wahnsinn, Markus. Ja, ich habe ein bisschen Angst vor heute Abend. Es ist Vormittag, Mann. Und die Bude ist ich voll. Ich glaube, wir brauchen ein größeres Gym, Michi. Ja, Zeit, der Gym muss größer werden. Ich habe ein bisschen Gänsehaut. Ich bin seit einer Stunde hier, ich kann gar nicht trainieren, weil es zu geil ist. Ich schaff's gar nicht, mich umzuziehen, in die Garderobe raufzugehen. Es ist einfach zu geil. Jetzt ist auch der richtige Sound im Gym. Gestern war es cool und es war viel los bei der Eröffnung. Aber es hat der Patsch-Patsch-Sound hat gefehlt. Wir sind heute im Hero. Heute ist ein Seminar. Es sind 63 Leute da beim Ringen. Spaß. Es ist eine ganz normale Ringerstuhe beim Meister Hampasch, Alter. Über 60 Leute. Du bist hier in Tschetschenien, Dagestan, irgendwo. Trainingslager. Ich glaube, Alderla ist neu Machatschkala. Ohne Scheiß. Was ist das für ein Schulhof? Große Pause. Direkt durch schon wieder da. Die Arbeit, oder? Polytechnikum, oder was? Poly. Los, Minute durch. Ja, liebe Monkey Gang, lang haben wir auf diesen Moment gewartet, lang habt ihr auf diesen Moment gewartet. Vor ungefähr 5 Jahren ging das erste Video auf diesem Kanal online und seitdem ist so viel passiert. Höhen, Tiefen und jede Menge verrückter Scheiß. Wer hätte gedacht, dass eine kleine Geschichte von ein paar Wahnsinnigen sich so entwickelt? Am Ende müssen wir aber wieder einmal Danke sagen. Danke an euch alle da draußen, die unsere Geschichten seit Jahren mitverfolgen, unseren Content teilen und immer hinter uns stehen. Ihr habt uns gezeigt, dass Kampfsport auch in Österreich einen Platz hat. Und wir wollten nicht nur einen Platz schaffen, sondern eigentlich ein Zuhause. Ein Zuhause nicht nur für uns, sondern für jeden, der Kampfsport interessiert ist und den Kampfsport mit uns erleben möchte. Dieses Zuhause haben wir nun mit dem Hero gefunden. Danke an alle, die uns bis hierhin begleitet haben. Danke an alle, die mit uns dieses Projekt realisiert haben und danke an jeden Einzelnen, der jetzt gerade vor seinem Bildschirm sitzt. Aber was wäre ein Zuhause ohne Geschichten, die wir weiterhin mit euch zusammen schreiben wollen? Alles ist jetzt zwar ein bisschen anders, aber auch ein bisschen wie früher. Und deshalb herzlich willkommen zu Mixed Martial Monkeys Staffel 2.